Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming- und liebe Heimkino-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute werde ich euch eine Soundbar aus dem Hause Teufel vorstellen, und zwar das Cinema Duet 2.1 Set. Ja, und ein Set ist das Ganze eben, wie man schon in dem Punkt 1 ablesen kann, weil ein kraftvoller Subwoofer noch mit zum Paket dazugehört und eben die Soundbar gerade in den basslastigen Momenten bei epischen Filmen unterstützt. Rein technisch gesehen kann die Soundbar alleine sich aber auch schon richtig sehen lassen, denn satte 10 Treiber, sprich 10 Lautsprecher, sind ringsherum verbaut, die von wiederum 6 Endstufen angetrieben werden. 8 dieser Lautsprecher sind ganz einfach Mitteltöner mit 4,4 cm Durchmesser. Dazu kommen dann noch 2 Hochtöner von je 2 cm. Und gerade diese ungewöhnliche Bauform mit den seitlich abstrahlenden Lautsprechern sorgen eben dafür, dass dieses teufeleigene Surround-System namens Dynamor Ultra für räumlichen Klang sorgen soll, wenn ihr vom Fernseher sitzt und irgendwelche epischen Schlachten genießt oder was auch immer gerne die Katze so guckt. Ich verrate kurz an dieser Stelle, die Katze guckt gerne Vögelvideos auf YouTube, also jetzt mit echten Vögeln, ihr wisst schon. So, ich war zunächst ein ganz klein bisschen skeptisch, ob denn überhaupt so eine schlanke Soundbar irgendwie einen tiefen und satten Sound bringen kann. Ich zeige euch mal ganz kurz im Close-Up die Anschlüsse, beziehungsweise wie ich es jetzt angeschlossen habe. Ich habe es bei mir auf die ganz einfache Art und Weise gemacht. Ich habe den Fernseher mit einem optischen Kabel verbunden. Noch komfortabler ist aber, wenn ihr euren Fernseher über HDMI mit der Soundbar verbindet. Das unterstützt beispielsweise LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony mit den aktuellen Modellen. Denn dann könnt ihr mit eurer Fernsehbedienung auch direkt die Soundbar mitbedienen. Ziemlich auffällig auf der Rückseite sind ja diese roten Schlaufen, die sind aber ganz einfach dafür da, dass ihr eure Kabel sauber durchführen und ordnen könnt. Die Soundbar kann halt dank Fixierpunkte einfach an die Wand gehangen werden oder wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ich habe meine direkt vor den Fernseher aufgestellt, also ein möglichst einfaches Szenario hingestellt. Strom rein, angeschlossen, los geht's. Also Aufbau und Anschluss ist unheimlich einfach. Und ich fand es auch persönlich ganz gut, dass das Netzteil separat ist. Da kann man ja immer unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich finde, so kann man es eben anstöpseln und hinter den Schrank verschwinden lassen. Dadurch ist die Soundbar ganz einfach ein bisschen schlanker. Oder wenn ihr es vielleicht aufhängen wollt, auf jeden Fall auch immer noch mal einen Ticken leichter. Die Soundbar selber ist aus Kunststoff, welches es in 2 Farben gibt, also in weiß, wie wir es hier sehen, oder in der schwarzen Variante. Das Front- und Seitengitter hier im Close-Up gerade noch zu sehen, ist auf jeden Fall immer aus schwarzem Metall gefertigt. Zum Lieferumfang gehört ganz einfach auch noch eine Fernbedienung, mit der wir dann eben die ganze Soundbar natürlich einschalten können, aber auch unterschiedliche Modi und auch die Zuspielquelle natürlich aussuchen können. Das Ganze wird über ein integriertes Display angezeigt, welches hinter dem Gitter sitzt, sich aber trotzdem noch sehr gut ablesen lässt. Das Display selber lässt sich auch in 3 Stufen dimmen, also bis ganz aus. Wenn ihr zum Beispiel abends im Dunkeln gucken wollt und nicht von irgendeinem Schriftzug gestört werden wollt, könnt ihr das, wie gesagt, auch separat ausschalten. Mir persönlich hat ganz einfach ganz gut gefallen, dass wir hier nicht so ein übertriebenes Menü haben, sondern dass das wirklich sehr übersichtlich ist, sehr klar strukturiert ist und man immer ablesen kann, was man gerade macht. Also man wird halt nicht von den Möglichkeiten quasi überfordert, man kann aber ganz einfach sinnvolle Szenarien wie Musik, Movie, Vocal aussuchen und natürlich auch den Subwoofer einzeln ansteuern und eine Katze draufsetzen beispielsweise. Das Schöne ist, ihr könnt die Katze auch überall auf euren Subwoofer draufsetzen, denn der wird per Funk angesteuert, braucht also keine Kabelverbindung zur Soundbar. Das war eben sowas, ich hatte früher auch mal mehrere Boxen im Wohnzimmer aufgestellt, aber mir ging das nach der Renovierung auf den Keks, dass ich überall Kabel verlegen musste. Und diesmal ist es wirklich so, ihr müsst halt per Pairing-Knopf die Soundbar mit dem Subwoofer verbinden. Das geschieht so innerhalb von 20 Sekunden, dann ist die Sache gegessen und ihr könnt den quasi überall im Raum hinstellen. Ihr müsst dann lediglich nur noch das Ganze einfach mit Strom versorgen. Der Subwoofer selber hat ein Volumen von 20 Litern und eine Ausgangsleistung von 60 Watt und ist, wie man ganz schön sehen kann, ein Downfire-Subwoofer. Bedeutet, der wird natürlich gleich wieder auf die Füße gekippt und dann strahlt diese Bassleistung des Lautsprechers halt in Richtung Boden. Das ist normalerweise immer noch ein ganz klein bisschen brachialer und man merkt so diese Vibrationen, zur Freude der Nachbarn, dann nochmal ein ganz klein bisschen mehr.
Ausgelegt ist der Subwoofer laut Teufel für Räume um die 30 Quadratmeter. Dank Funk können wir den hier an jede Stelle, wie gesagt, beispielsweise hinter das Sofa ziehen. Und mein Wohnzimmer sind jetzt 32 Quadratmeter. Diese Fernsehecke ist so ungefähr auf der Hälfte. Und ich kann sagen, das reicht absolut. Aber wahlweise gibt es eben nochmal ein größeres Paket mit einem etwas größer dimensionierten Subwoofer zur Auswahl. Ich war zunächst so ein ganz klein bisschen skeptisch, also ob so eine schmale Soundbar überhaupt genug Wumms bringen kann, um irgendwie so an ein Cinema Sound Surround System irgendwie heranzukommen. Und auch mit der Kamera das aufzunehmen ist äußerst schwierig. Ich werde euch aber jetzt trotzdem mal den Vergleich zeigen, wenn ich die Klappe halte, Fernseher und jetzt angeschaltete Soundbar. Also bei einem YouTube-Video mit der Kameraaufnahme kann ich das jetzt leider nicht so rüberbringen, aber es ist eben wirklich ein enormer Unterschied an Dynamik, Bass, Lautstärke, Klangvolumen. Also alles fühlt sich auf einmal verfünf, verzehnfacht an. Wenn du es einmal gehört hast, kannst du dir quasi gar nicht vorstellen, wie es ist ohne, außer du schaltest es ganz kurz aus. So, und nachdem du es ausgeschaltet hast, bemerkst du eigentlich erstmal, dass sich dein Fernseher irgendwie wie eine Blechröhre anhört. Und mir war das wirklich nicht bewusst. Ich hätte jetzt immer gesagt, naja, okay, es ist halt kein voller Surround-Sound, aber der Klang von der Glotze ist irgendwie okay. Und dann machst du halt eben so eine Soundbar an und gerade was der Subwoofer eben nochmal an Klangvolumen und an Sattheit, an Fettheit mit reinbringt. Also gerade bei solchen Musikvideos oder eben wenn ihr so Fans von Actionfilmen seid, ist es einfach unglaublich. Was man natürlich bei Musikvideos wiederum nicht braucht, sind diese Soundeinstellungen, die sich auf Klangweite betreffen. Also dieses Dynamo-System kann man eben auf Normal schalten, auf Weit und auf Ultra. Ich hatte das mal versucht in der Aufnahme, aber bei der Kamera kommt das wie gesagt nicht so rüber. Wenn man diese Dynamik oder Dynamo-Modi durchschaltet, bekommt man eben ein weiteres Klangbild. Bei Musik irgendwie nicht so stimmig, bei Musik möchte man ja schon irgendwie mehr, dass das auf einen zukommt und deshalb da einfach auf Musik stellen, frontlastig lassen, wahlweise den Subwoofer, den man auch im Plus- und Minusbereich natürlich steuern kann, einfach noch ein bisschen satter machen und gut ist. Auffällig ist ganz einfach, um wie viel mehr Dynamik und wie viel mehr Druck solche Videos, die ich gedreht habe, die mit Musik hinterlegen, einfach nochmal bekommen. Alleine dadurch, dass der Klang viel fetter ist. Im Vergleich nochmal Fernsehklang. Hier jetzt auch der Fernseher wirklich extrem laut eingestellt und dann im direkten Vergleich nochmal mit zugeschalteter Soundbar. Ja, letztendlich soll dieser kurze Soundvergleich mit dem kamerainternen Mikrofon nur noch mal so ein bisschen was vom Dynamikumfang zeigen. Aber letztendlich auf YouTube wird sich jetzt hier der Klang, den ich mit der Kamera aufnehme, immer ein bisschen schrottig anhören. Ja, eventuell hätte man da mit einem externen Mikrofon ein bisschen besser was erreicht. Aber sowas muss man ganz einfach hören und erleben. Also es ist sehr schwer, das wiederzugeben. Da immer noch mal der Tipp, bei Teufel gibt es ja 2 Monate Rückgaberecht. Das ist halt eine sehr coole Sache. Also wenn ihr wollt, bestellen, zu Hause ausprobieren, wenn es euch nicht gefällt oder ihr sagt, es ist mir noch nicht laut genug, ich brauche noch was Größeres, was anderes bestellen. Das ist da halt ganz einfach sehr problemlos. Das finde ich auch immer sehr begrüßenswert. Besonders krass ist das natürlich neben Musik, die ihr auch, wie gesagt, vom Handy zuspielen könnt, wenn ihr Filme guckt. Problem ist aber, ich kann jetzt schlecht Filmmaterial einspielen. Ihr wisst ja, wie das mit den Urheberrechten ist. Deshalb läuft da gerade ein Video von mir im Hintergrund. Aber gerade bei sowas wie, ich habe für eine Videoproduktion von mir einen Film geguckt aus dem Comedy-Bereich. Ich habe nochmal Herr der Ringe wirklich einen Part geguckt, den ersten Part mir reingezogen in der Extended-Version über Blu-ray. Und da ist es ganz einfach großartig. Und bei so einem Herr der Ringe kannst du es auch wirklich auf ultra weit stellen. Und du hast dann nicht dieses Surround-Gefühl, dass der Klang direkt von hinter dir kommt, aber er zieht schon sehr schön über die Wände um dich rum, dass du einen sehr räumlichen Klang hast. Und das Gute daran ist, dass trotz dieser Ultraweiteinstellung bei Kinofilmen ganz einfach auch nicht der Klang der Stimme so abflacht oder dass diese Vocals so verloren gehen. Also man kann es immer noch sehr, sehr gut wahrnehmen, obwohl du so eine Umgebungskulisse um dich herum spürst, hörst. So, kleines Fazit von mir nach rund 14 Tage Dauernutzung der Teufel Duett Soundbar
2.1-Set, so heißt es ja komplett, für rund 599 Euro, das ist so der Standardpreis, achtet mal immer drauf, Teufel hat auch immer mal wieder so Aktionen, wo die Preise gesenkt werden, bekommt man wirklich ein sehr, sehr fettes Soundbar-Kino-Erlebnis für zu Hause. Am besten daran gefallen hat mir, neben dem wirklich unglaublich satten Klang, obwohl es ja so ein kleines System ist, dass ich den Subwoofer separat positionieren kann. Leider ist der nur in schwarz, nicht in weiß, das möchte ich hier nochmal kritisieren. Eine sehr schicke und ausgefallene Soundbar, eben in weiß, passend zu meinem Design zu Hause. Subwoofer, kabellos, ich kann den halt hinters Sofa verstecken, gefällt mir auch sehr gut, also dass ich den nicht hier wie bei den Videoaufnahmen neben dem Fernseher stehen lassen muss, und das ganze System ist sehr einfach zu installieren und sehr einfach zu benutzen, sehr schnell einzurichten, für jeden quasi zu handhaben. Ich hoffe, das kleine Video hat euch ein ganz klein bisschen gefallen, einen ersten Eindruck zur Teufel Duett Soundbar geboten. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.